Wie viel bist du bereit zu opfern? Ich habe bereits alles aufgegeben. Noch nicht alles. Mein Herr, wir haben den neuen Ring gefunden. Entsende die Nazgul, sie alle. Ich weiß, was du fürchtest, Talion. Der Ring versklavt den Geist der Menschen. Wir müssen unser Ziel erreichen. Koste es, was es wolle. Ich werde nicht zulassen, dass sie abgeschlachtet werden, wie meine Brüder am Schwarzen Tor. Wir brauchen eine Armee. Das ist erst der Anfang. Sauron wird nicht einhalten, bis ganz Mittelerde in seiner Gewalt ist. Wir ziehen dieses Land zu unserem! Wir sind keine Diener des dunklen Herrn! Ihr kämpft für Mordor! Ihr kämpft für den hellen Herrscher! Welch Teufelswerk ist das? Ich komme wegen dir, Talion von Gondor. Töte ihn nur nicht zu schnell. Der neue Ring. Unser Ring. Trägt kein Zeichen seines Schattens. Er ist perfekt. Ich richte Menschen, die im Bann dieser Ringe stehen. Du willst nicht enden wie sie. Wenn die Zeit gekommen ist, tue ich, was getan werden muss. Beuge dich deinem Schicksal. Lauft zu eurem Meister! Und richtet ihm dies aus! Ich komme ihn holen! So, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf Kais Retro Games. Das Spiel der Wahl, ganz klar, wie auch schon vorher angekündigt, ist natürlich Mittelerde, Mordor, Schatten des Krieges. Hier muss man jetzt dazu sagen, dass das Nemesis-System um einiges erweitert wurde. Hier ist es jetzt nämlich so, dass die Gegner sich deine Entscheidungen merken, beziehungsweise aber auch deine rekrutierten Häuptlinge oder Hauptmänner sich merken, wie du vorgehst. Das heißt, wenn wir jetzt wen rekrutieren, der braucht dann im Verlauf des Spiels unsere Hilfe und wir sollten ihn unterstützen, wir tun das nicht, merkt er sich das in dieser Situation und kann natürlich sich dann zum Verrat gegen einen entschließen. Kann aber auch sein halt eben, dass du mit dem mitten im Kampf stehst und der dich dann auch mittendrin auf einmal verrät. Das kann auch recht schnell passieren. Ebenso kann es natürlich aber auch passieren, dass du mitten im Kampf steckst, niemanden an deiner Seite hast, auf einmal kommt einer deiner Leute und gesellt sich dazu, um dir zu helfen in der Not. Das kann auch recht schnell passieren. Das heißt, wenn ein Todesstoß ansteht und du bist jetzt recht hilflos, springt einer ein und hilft dir. Das ist echt super gemacht. Ebenso aber halt eben gibt es hier auch das neue Bonus, dass man jetzt zum Beispiel auf Drachen reiten kann und dann kommt da noch das Ding dazu, dass man Festungen erobern kann, halt ebenso wie auch verteidigen. Also wir haben hier ein völlig neues Kampfsystem in der Sache und ebenso natürlich auch ein kaum strukturiertes Entscheidungssystem halt eben. Das, man könnte es fast vergleichen mit Until Dawn, mit diesem Schmetterlingseffekt. So ist es ja auch, jede Entscheidung unter deinen eigenen Leuten bietet natürlich jetzt einen anderen Entwicklungsast dann. Deswegen, also das macht natürlich schon viel Spaß. Ebenso ist natürlich grafisch einiges verbessert worden. Die Story ist um einiges aufgemotzt worden. Ebenso aber auch das Kampfsystem selber und dazu natürlich halt eben auch noch das Open-World-System. Hier ist um einiges erweitert worden von der Sache her und das macht natürlich dann doch schon um einiges mehr Spaß. Es ist aber auch von den Entwicklern damals gesagt worden, als das Game jetzt hier rauskam, dass für sie Mordors Schatten halt eben so ein Vorläufer war, so eine Reinentwicklung halt eben, um dann später Schatten des Krieges perfektionieren zu können. Und ich denke, das ist in dem Spiel auch gut gelungen. Aber das werden wir jetzt alles sehen, sobald wir jetzt anstarten. Ich sag jetzt direkt halt eben, ich habe da schon den Spielstand zurückgesetzt auf 0. Halt eben, wie gesagt, dass wir gleich direkt ein neues Spiel starten können. Und das tun wir auch jetzt direkt mit Talion, um zu erfahren, wie es weitergeht. Ich mache jetzt wieder einfach, ganz klar, um zu sehen,
um damit wir zackig vorankommen natürlich und die Geschichte auch recht spannend am Laufen bleibt halt eben und dass das nicht jetzt ewig hakt und wir ewig viele Wiederholungen und Ansätze haben, wo wir dann krepieren und wieder neu ansetzen müssen. Das macht dann auch keinen Spaß beim Zuschauen. Deswegen ist die Einfachstufe, glaube ich, das Beste. So, hier liegt die Betonung auf der Erzählung der Geschichte. Du gewinnst leichter gegen Feinde, aber du erlebst womöglich nicht alles, was das Erzfeindsystem zu bieten hat. Das ist wirklich darauf aufgebaut halt, wenn man das halt auf schwer einstellt, zum Beispiel, reagieren die Gegner ganz anders in dem Punkt. Man kann richtige Erzfeinde kriegen, die einen dann ständig dazwischen droppen und so Sachen. Also, aber das geht mir dann doch zu weit und so dauert dann das Let's Play auch zu lange, deswegen bleibe ich bei der Einfachheit halt eben. Wer das wirklich in vollem Maße erleben will, natürlich, ist ganz klar, den rate ich auch hier an der Stelle, kauft euch das Game und spielt es selber. Ich werde ins Let's Play auch mit reinnehmen, natürlich noch die Fortwährungsgeschichte, die eigentlich dazu gibt, also jetzt nicht die Verwüstung von Mordor, aber halt eben die Geschichte um Celebrimbor, wie es dann nachher um ein Stückchen noch weiterging halt eben. Aber das sehen wir dann sowieso nachher am Ende halt eben. Ich will ja jetzt auch nicht zu viel verraten, was da passiert. Deswegen starten wir direkt an und stürzen uns ins Abenteuer. Was bisher geschah? Ich hatte einst eine Familie. Eine Frau. Die sind wunderschön. Und einen Sohn. Und ich begrub sie, sie und jeden, der mir nahe war. Nein! Was ist mit mir passiert? Bin ich tot? Der Tod hat dich verstoßen. Hilflos treibst du zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Wir sind verbunden, Talion. Mein Leben und deines. Wer bist du, Geist? Ich formte die Geschichte Mittelerdes. Ich fertigte die Ringe der Macht. Celebrimbor, der größte Schmied des zweiten Zeitalters. Sauron täuschte dich und brachte dich dazu, die Ringe zu schmieden. Er hat dich und deine Nächsten gefoltert. Vielleicht ist es dieser Schmerz, der uns verbindet. Ich hätte mit meiner Familie sterben sollen. Ich dachte, du wolltest Vergeltung. Doch es gibt nur einen Weg, den Kreis zu schließen. Sauron muss besiegt werden. Die Zeit ist reif für einen neuen Ring. Der neue Ring. Die Welt der Menschen. Sie erlischt. Ich habe es gesehen. Es gespürt. In den Feuern des Schicksalsberges schufen ein Waldläufer und ein Geist, im Tode vereint, das eine, das den dunklen Herrscher herausfordern könnte. Einen Ring der Macht. Doch Macht kann jene blenden, die sie begehren, und auch die stärksten Bande können brechen. Die Zukunft, die ich sah, darf niemals eintreten. Celebrimbor! Der Tod ruft erneut nach dir, Waldläufer. Wie lautet deine Antwort? Talion, die sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich hab da noch ein paar Freunde in Gondor. Was ist, Liebste? Vergangenes ist vergangen. Es lässt sich nicht ändern. Wir müssen hier weg. Wir können gehen, jetzt. Du kommst zu spät. Wir sind bereits tot. Nein! Wach auf, Talion.
Der Geist ruft dich. Ich rufe dich. Geist! Wo bist du? Talion. Talion. Ich werde dich finden. Wir haben das gerade schön in der Videosequenz gesehen. Sie haben sich grafisch doch um einiges verbessert. Und vor allem ist auch das Gameplay halt eben jetzt ein bisschen, natürlich in dem Fall mit der Engine halt eben ein bisschen besser geworden. Wir sehen aber auch, Talion hat sich grafisch natürlich durch die Auflösung, jetzt durch die neue Grafikauflösung natürlich jetzt um einiges optisch verbessert. Wir sehen jetzt zum Beispiel im Gesicht viel mehr Strukturen, so leichte Gesichtsfalten und so Geschichte. Das sieht man jetzt alles doch um einiges deutlicher. Aber natürlich, das macht natürlich den Reiz dann auch aus, wenn ein neuer Teil kommt in dem Punkt. Aber das ist ja ganz normal. Das macht ja jeder Spieleentwickler so mit Fortschreiten der Story. Die Grundsteuerung, wie gesagt, merke ich schon, ist die gleiche geblieben. Aber wir müssen uns halt eben jetzt natürlich, ist ganz klar, wir fangen jetzt wieder von vorne an. Wir müssen uns die ganzen Eigenschaften, Fähigkeiten und Kampffertigkeiten wieder einmal erneut erspielen. So, ganz klar. Normal sollte man jetzt schleichen, um da durchzukommen, aber... Nein, 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 ich folge ihm nicht dorthin. Wie gesagt, schön gemacht, also. Celebrimbor, was hat man dir nur angetan? Du hast uns warten lassen. Lass ihn frei! Eine Spinne lässt ihre Beute nicht gehen, Waldläufer. Nicht, bis sie etwas Wertvolleres im Austausch dafür erhält. Ich habe dich nicht ohne Grund hergerufen. Du wirst ihn mir zurückgeben. Sofort! Du bist tapfer. Für einen Menschen. Doch es ist nicht dein Schwert, das ihn retten wird. Wie viel bist du bereit zu opfern? Ich habe bereits alles aufgegeben. Noch nicht alles. Noch nicht. Du willst den Ring? Du könntest ihn mir für den Geist geben. Um dann neben ihm in deinem Netz zu erwachen? Ich bin Kanka und ich halte mich an mein Wort. Ich würde ihn auch nicht hergeben. Warte! Talion! Nein! Hier hast du ihn.
Ich bin beeindruckt, Waldläufer. Er muss dir viel bedeuten. Hol deine Marionette, bevor sie stirbt. Du hast uns verdammt, Talion. Ihre Macht war bereits groß, aber nun besitzt sie auch noch die meine. Ich gab meine Lebenskraft für diesen Ring. Dann müssen wir ihn zurückholen. Tanka! Der Krieg, den du suchst, ist nicht hier. Der Ring ist verloren. Nun geh nach Minas Ithil und zu den Armeen des dunklen Herrschers. Suche den Palantir. Sauron wird nicht einhalten, bis ganz Mittelerde in seiner Gewalt ist. Der Palantir muss beschützt werden. Minas Ithil. Ich muss wissen, ob Kankras Vision wahr ist. Die Spinne sprach die Wahrheit. Gondors letzte Festung in Mordor darf nicht fallen. Mittelerde, Schatten des Krieges. Ja, da haben wir auch schon den Spieletitel. Der Palantir hat oberste Priorität. Wir müssen ihn finden, bevor er Sauron in die Hände fällt. Mit ihm sind seine Armeen unaufhaltbar. Das Schicksal der Stadt ist egal. Ich werde nicht zulassen, dass sie abgeschlachtet werden, wie meine Brüder am Schwarzen Tor. Wir müssen etwas tun. Die Hauptmänner auszuschalten, sollte den Gondoranern Zeit verschaffen. Und sie könnten uns zum Palantir führen. Finden wir einen Wurm und verhören wir ihn. So, also wieder ganz klassisch wie im vorigen Teil auch. Aber wie gesagt, man merkt schon halt eben der grafische Aufbau halt eben ringsherum. Und die Story ist natürlich immens. Wer führt die Suche nach dem Palantir? Zuka, der Tyrann. Flupp, da ist der Kopf explodiert. Der Hauptmann, der den Suchtrupp führt, ist in der Unterstadt. Dann wird er nicht weit kommen. Du bist mein! Können wir gerne mal ein paar Informationen über die Eierköpfe hier sammeln. Was nicht verkehrt. So,
Weil jede Information in die Richtung ist gut, wenn wir gegen die kämpfen müssen. So, passt. Na, wie gesagt, man hat das wirklich am Anfang gemerkt, halt eben die Dimension, die sich jetzt dann natürlich in dem neuen Teil abspielen, in der Fortsetzung von der Mittelerde-Saga, sind natürlich da jetzt ist es natürlich um einiges größer, als das jetzt vorher natürlich der Fall war. Und das merkt man auch im Spiel selber halt eben. Und vor allem, natürlich, klar, grafisch ist es natürlich ein Augenschmaus. Also eine deutliche Verbesserung gegenüber dem vorigen Teil. Verteidigen die Mittelstadt mit aller Kraft. Es spielt keine Rolle. Bei unserem finalen Angriff. Menschendreck! Es ist der Grabwandler! Ich dachte, er sei tot! Ist er auch! Talion, der Bogen. Gut, dann strecken wir die paar Männchen da jetzt gleich mal nieder. So. Thema erledigt. Für die Gondoraner sieht es schlecht aus. Wir müssen ihnen helfen. Der Palantir ist ein mächtiges Artefakt. Wenn wir ihn besessen, könnten wir das Blatt wenden. Wie gesagt, schön ist ja jetzt auch, dass man so sieht, halt eben, wie Saminas Morgul. Ich sag das bewusst vorneweg. Spoiler-Alarm. Ich habe dir Einblick gewährt, Grabwandler. Ist das alles, was du kannst? Habe ich schlecht gewählt? Achso, ich bin zu weit vorgelaufen jetzt im Vergleich zu dem, was gesagt wurde, darum. Na gut, okay, dann müssen wir die Stelle nochmal ansetzen, macht ja nichts. Na, wie gesagt, schön ist halt eben, dass man auch sieht halt eben, wie Minas Morgul vorher ausgesehen hat halt eben, bevor jetzt der Hexenkönig sich dort niederließ. Verlässt die Auftragsgegend? 85. Achso, ich muss eine Spur oder irgendwas suchen. So. Ja, ist die jetzt gerade ziehen, damit der Maus ein bisschen fokussieren. Genau, zack, dann sehen wir das. Ah, okay. Passt. Vor allem ist jetzt nicht mehr in die Geisterwelt, um die Spuren so offensichtlich zu sehen. Das ist natürlich auch schon ein schöner Fortschritt, eben weil man doch seine Umgebung ein bisschen besser im Auge behalten kann. Boom. Wir müssen ihre Hauptmänner ins Visier nehmen. Oh, da sind wir auch schon in der belagerten Stadt. Er ist nah. Die Geisterwelt wird ihn offenbaren. Ja, da ist er auch schon. Suka. Suka. So, Stärken und Schwächen. Also mit Ferntod ist nichts. Er ist feuerfest, giftfest und ein Bestienzähmer. Wie schaut es mit Schwächen aus? Durch Schleichen. Erleidet Schaden durch Hinrichtung, erleidet Schaden durch Schleichangriffe. Okay, also kann man mit Schleichangriffen schon mal im Anfang schwächen. Dann werden wir uns nämlich ganz entspannt an ihn heranschleichen. Und dann hinterhältig töten. Ich glaube, das kommt immer gut. Und das haben wir im vorigen Teil auch nicht anders gemacht. Also von daher, da bleiben wir unserer Strategie jetzt in dem Punkt wenigstens treu. So, dann marschieren wir gleich vorwärts. Hup. Alles klar, formiert euch! Eure Mission ist es, den sehenden Stein zu finden. Er ist blau, er ist rund, er gehört uns. Er ist ein mächtiges Artefakt, Jungs. Bringt ihn mir, aber fasst ihn nicht an, wenn euch euer Hirn lieb ist. Weit gemacht. Hier gibt es nicht mehr. Dies ist Minas Morgul. Und Minas Morgul verschlingt Menschen. Ich zerschmetter ihm die Gurgel. Ich reiß dir das Rückgrat raus. Ihr werdet es dann nie einnehmen. Dieser dämliche Narr
Zack und tot. Ja, ja. B zum Anzeigen des Inventars. Zack. Jetzt haben wir es aufgenommen. So. Kannst deine Einflüsse erhöhen, Fähigkeiten verstärken. Siege gegen Mächtiger bringen dir auch hochwertige Ausrüstung ein. Ja, hier ist ja jetzt nun so. Kann man gleich die Einführung zu machen, ist ja ganz klar. Dass man hier halt eben mit dem Töten von Feinden halt eben natürlich wieder stärkere Waffen kriegt. Und dementsprechend aber auch, wenn man das jetzt schaut. Charakter, wenn wir darauf gehen. Hier haben wir jetzt hier so eine Fähigkeiten, ist halt eben, also diesmal sind die Fähigkeiten aufgesplittet halt eben. Die Geschichte, den Punkt, je nachdem welche Mission man macht, gibt es Fähigkeiten, die man nur halt eben wirklich über die Story frei bekommt. Dann gibt es halt eben, wie gesagt, die Reittier, also die Reitergeschichten halt eben. Wir sind hier ganz gut halt eben, Schatten aufsitzen und so weiter. Also einmal für Karagors, für Krauks. Man kann dann auch sein Reittier auf Befehl rufen, was echt geil ist. Und halt eben, wir können dann später dann auch Drachen reiten. Das ist echt cool. So, dann die Geistesfähigkeiten sind ganz klar. Alles, was wir mit Caleb Rimbo können halt eben. Dann die Fernkampffähigkeiten über den Pfeil, über Dolchwurf und so weiter. Dann halt eben die Räuberfähigkeiten, Sprinten, Vergiften und so weiter. Halt eben so die ganzen klassischen Geschichten. Und dann kommt natürlich halt eben kommen die Kampfgeschichten, die für uns am wichtigsten sind, für Nahkämpfe und allgemein auch für die Kämpfe, die kritischen Treffer sehen und so weiter. Das ist alles hier so schön aufgesplittet und aufgegliedert. Finde ich ganz gut gemacht. Ist auch übersichtlicher dann in dem Fall. Brauchen wir nicht drüber reden. So, und wenn wir jetzt natürlich ins Inventar gehen, direkt haben wir hier unsere Ausrüstungsstufe. Einmal für das Schwert, einmal für den für unsere gebrochene Schwert, das wir in der Form wie ein Dolch benutzen. Für den Bogen, für die Rüstung selber halt eben und für, ja, für den Umhang könnte man sagen halt eben. Der hilft dann beim Schleichen, weil man dann so leicht getarnt besser ist halt eben. So viel erstmal dazu halt eben und der Rest ist relativ wieder wie gleich halt eben. Also charaktermäßig, warte, wo haben wir es gewesen? Wo war das da? Hier haben wir dann ein Auftragsding, wo wir unsere geltenden Quests und Aufträge einsehen können. Dann gehen wir in die Armee. Hier haben wir dann die Strukturierung halt eben, wo wir dann nachher wieder Leute übernehmen können halt eben. Also übernehmen können und brandmarken können. Aber das kommt alles dann zu seiner Zeit. Was tust du hier ganz allein? Mein Kommando ist in der Unterstadt in eine Falle geraten. Wie viele wart ihr? Nicht genug. Minas Ithil steht noch. Uns droht der Verlust der Mittelstadt. Sie schließen das Tor, falls noch nicht geschehen. Wir müssen dort hoch, so schnell wir nur können. Ich werde dir folgen. Warte. Wie ist dein Name? Idril. Talion. Versuch Schritt zu halten, Talion. Wir haben schon genug Männer verloren. Ei. Da müssen wir hoch. Ui. Allein die Überlegung, wie viele Stufen das sind zum Hochlatschen. Mein lieber Scholli, das wäre mal ein schönes Ausdauerkonditionstraining. Was man da oben ist. Mir tut jeder leid, der Dienstbote ist zwischen oben und unten. Ja? Also da hast du dann schon um einiges zu tun. Sichere die Gegend und den Feldwebel zu retten. Ei. Hier wieder gleich wie im vorigen Teil eben die vorwiegenden Kämpfe, also die Schwertattacken werden natürlich mit der Maus ganz klassisch durch Klicken ausgeführt und der Rest ist halt eben so die kleinen Nebengeschichten bei der Steuerung, ist alles natürlich über die einfachsten Falten, also über die einfachsten Tasten. Wenn den Palantir erlangen, wird ganz Mittelerde dasselbe Schicksal ereilen. So, wir eilen jetzt natürlich Idril immer hinterher. Wir müssen ihnen helfen.
Tötet sie alle! Euch bleibt und ich schenke euch einen Schnelltod! Wir haben die Mittelstadt verloren! Versammelt euch am Tor! Bewegung! Wir geben euch Deckung! Aber grafisch muss man ja wirklich dazu sagen, also das ist mit Minas Ithil allein die Größe der Map und dazu der ganzen Häuser und so weiter, und man kann ja auf anderen drauf herumklettern und rumsteigen, das ist wirklich gut gelungen, also da kann man wirklich nichts sagen. Da muss man die Entwickler wirklich an der Stelle in höchstem Sinne loben, das ist also authentisch umgesetzt und vor allem auch sehr gut gelungen, muss man dazu sagen. Vor allem ist es schön, man bekommt wieder so einen schönen großen Einblick halt eben in den Teil der Geschichte von Mittelerde, die man jetzt halt eben in den Filmen vom Herr der Ringe sowie vom Hobbit halt eben nicht gesehen hat. Das macht natürlich schon um einiges die Authentizität aus im Spiel. Und das erhöht natürlich den allgemeinen den Spielfaktor doch um einiges, weil man immer wieder Neues entdecken kann. Aber gut, das ist ja auch der Sinn bei Computerspielen halt eben in der Entwicklung. Wenn man natürlich jetzt Spiele arbeitet, kriegt man natürlich auch immer wieder stets was Neues zu sehen, sonst würde ja auch der Vertrieb keinen Sinn machen, halt eben, wenn man nur das Gleiche sehen würde. Das ist natürlich ganz klar. Aber ein paar Pfeile mitnehmen für den Fall, dass wir es brauchen sollten. Haben wir es dann wenigstens dabei? Das ist nie verkehrt. Das ist wie mit einem Kondom, lieber eins haben und keins brauchen, halt eben als keins haben und eins brauchen. So. Komme nach. Geh. Lass die Schützen Unterstützung geben. Heftiger Angriff. Halte zusammen gedrückt, bis Kleve erscheint und lass dann los, um einen heftigen Angriff auszuführen. Voll cool. Die Mittelstadt ist verloren. Wir haben ihnen schwere Verluste zugefügt, doch wir konnten sie nicht halten. Dann entscheidet sich unser Schicksal hier. Der innere Wall ist der stärkste. Und wir haben genug Schützen. Wir sind den Ork sowohl in Zahl als auch in Stärke unterlegen. Oh, wir haben Saurons Truppen schon einmal aufgehalten. Doch wir mussten viele Verluste hinnehmen. Ja, mussten wir. Geh zur großen Halle. Sichere die Relikte. Ich gehöre hierhin. Sorg dafür, dass sie heil in Henedanunan kommen. Ist das ein Befehl? Versteh doch, Idri. Wir müssen schützen, was uns kostbar ist. Um jeden Preis. Ja. Das ist ein Befehl. Dann werde ich ihn befolgen. Doch beim nächsten Angriff stehe ich wieder am Wall. Ein Waldläufer vom Schwarzen Tor? Ich dachte, ihr wärt alle tot. So ist es auch.
Wenn du gekommen bist, um Minas Ithil zu verteidigen, dann melde dich bei Hauptmann Baranor. Ich will nicht eurer Armee beitreten, General. Ich suche den Palantir. Er muss beschützt werden. Beschütze die Stadt, dann ist auch der Palantir sicher. Allerdings attackieren unsere Kommandos feindliche Hauptmänner in der Unterstadt. Ihr wollt Terror in ihren Reihen verbreiten? Ja. Es wird Zeit, dass sie lernen, was Furcht ist. Die Männer sind versammelt, General. Ich muss jetzt dazu sagen, ich finde ja auch die Rüstungen halt eben vom Stil her und von der Art wirklich in dem Punkt schön gearbeitet und so weiter. Aber das ist halt eben so dieses, was in der Tolkien'schen Saga auch so schön ist halt eben, wenn man sich dann von John Ho die Zeichnungen anschaut, die Artworks, die er zu der ganzen Sache gemacht hat und dann natürlich auch das, was Peter Jackson halt eben draus gemacht hat in dem Punkt, also wirklich mit Liebe schön umgesetzt, gibt's ja wirklich gar nichts. So, drücke B um das Charakter, jetzt haben wir die Funktion halt eben, ist ganz klar. Ein Fähigkeitspunkt. Halte, um die Fähigkeit Gewandtheit der Elben freizuschalten. Das tue ich gerade, aber irgendwie wird das nichts. Wir müssen den Palantir bergen. Die Stadt ist schwach und sie wird nicht mehr lange halten. Wir können die Gondoraner nicht im Stich lassen. Kastamir hat recht. Schützen wir die Stadt, schützen wir den Palantir. Sie. Die Türme tragen sein Zeichen. Diese Türme gehörten einst mir. Jetzt dringt Saurons Verderbnis über die Grenzen Mordors hinaus. Er verhöhnt mich. Sie sind sein Augenlicht. Nicht ohne den Palantir. So, das ist jetzt die neue Karte. Und, ja, gut. Wie gesagt, wir sehen halt eben, die ist dann doch schon in dem Fall recht schön übersichtlich. Also wenn man sich das jetzt wirklich mal anschaut. Was? Wenn du getötet wirst, vergeht die Zeit und du wirst zum nächsten Schnellreisepunkt wiederbelebt. Erzfeindaufträge werden geklärt und die siegreichen Hauptmänner steigen in der Stufe auf. Ist wie vorher Sein auch halt Griff eben dazwischen in der Zeit halt eben. Lösen. Wir werden das Blatt wenden. Wird natürlich halt eben dann auch der Fortschritt für die künftigen lustigen Leute da in dem Fall fortgesetzt. Also sprich halt, wenn jetzt Duellkämpfe anstehen oder Ranke- und Machtkämpfe halt eben, die werden dann in der Zwischenzeit halt eben ganz normal ausgetragen, wie es ja vorher auch war bei Mordorschatten. Und das ist hier jetzt auch nicht anders. So, wie gesagt, also wir sind jetzt an der neuen Karte halt eben, die ist wirklich schön wirklich richtig schön auch 3D räumlich schön gemacht halt eben. Das wird auch bei den künftigen Maps so sein, dass man Höhenunterschiede, alles drum und dran, richtig schön sieht, da eben so auch so klare Gebäudestrukturen, damit man sich offensichtlich erkennen kann, wo jetzt was ist und sich da dementsprechend dran orientieren kann. Finde ich echt schön gemacht, muss man wirklich sagen. Allein hier sieht man das ja wirklich schön. Also, die Turmspitzen von Minas Ithil sind vom Einfluss des dunklen Herrschers verdorben, reinige den Hedir und die Schwäche Saurons Griff auf die Stadt. Können wir dann auch gleich machen. Aber ich will zuerst nochmal gucken, beim Charakter. Wir haben da einen Punkt zu vergeben gehabt. Und das hat er mich nämlich nicht machen lassen. Das war nämlich mein Punkt. Geisterkette. Drücke Shift, um fortzufahren. So. Skin-Auswahl. So, jetzt klärt er mich da komplett auf, halt eben, was es da so Schickes alles gibt. Wie gesagt, ich habe einmal den künftigen Teil und wie er dann später im Spielverlauf kommen wird, dann haben wir einmal halt eben, unsere Assassine Elbin, die dann später noch dazukommt, ich will jetzt hier noch keinen Namen in dem Fall nennen, dann haben wir Baranor halt eben noch und wir haben halt eben noch Celebrimbor zur Auswahl und sie halt eben auch in derselben Wahl halt eben mit dem Ring, den Celebrimbor geschmiedet hat. So. Aber ich würde Tyon Standard gestalten lassen, halt eben, ich glaube, das ist nicht so verkehrt. So, die Gewandtheit der Elben sollten wir hier ursprünglich erwerben, das machen wir auch gleich. Zack. So, dann haben wir das nämlich auch erledigt. So, Garnison, kann man gucken halt eben, da sehen wir dann halt eben, ja, ist gut. Gefolgsleute halt eben, was wir jetzt frei haben in den Punkten, weil ich habe jetzt die Special Edition mir gekauft gehabt und dadurch habe ich jetzt natürlich so ein paar Sachen und so ein paar Bonusobjekte frei halt eben, aber ich brauche die Gefolgsleute noch nicht. Erst wenn ich dann nachher wirklich dann in dem Fall mir eine eigene Armee aufstellen kann, wird es dann soweit sein. Da kann man dann halt eben, sieht man dann ganz gut, hier kann man sich dann aber auch Bonuspacks im Spiel und beziehungsweise aber auch online erwerben, wo man dann halt eben so diverse legendäre Hauptmänner kriegt. Also die, was dann so in der Story zum Beispiel schwerwiegend vorkommen.
das finde ich recht cool gemacht halt eben. Also hier die Diener, die man dann bekommt im Laufe des Spiels, sind schon ziemlich cool gemacht. Und vor allem jeder Charakter hat auch so seine Eigenheiten, sowie halt eben im Spiel eine bestimmte Stellung. Und das finde ich echt cool. Also das ist schon ziemlich geil gemacht, muss man wirklich dazu sagen. Also das Nemesis-System, was sie hier in den Punkten stark ausgebaut haben, macht einiges aus zum Thema und schafft natürlich auch viele neue Möglichkeiten. So, ich würde direkt sagen, gehen wir das mit den Heli-Türmen direkt gleich an, die Aufgabe. Schön ist, wie gesagt, halt eben auch, dass die Maps jetzt so riesengroß sind halt eben, dass man viel umeinander, also viel rumturnen kann halt eben, aber auch viel mit Liebe zum Detail für die Gestaltung der ganzen Geschichte gemacht wurde. Und für alle, die Frage erwägen, wenn wir schon so hochklettern können, ja, man kann auch auf diesen Turm bis ganz oben klettern und von oben runter guckt man sich halt eben da die Karte unter sich recht klein, also wie Ameisen. Die Heldier sind bloß dunkle Schatten des Palantirs. Doch wir können Saurons Macht gegen ihn verwenden. Die Türme könnten unsere Augen sein. Wir läutern sie und nehmen sie ein. Hier sehen wir alles, was verloren ging und alles, was verloren sein wird, wenn sich seine Verderbnis ausbreitet. Jetzt bekommt man hier diese Anzeige, wo man dann halt eben sich diverse, ich sag mal, die ganzen Erinnerungen, sowie aber auch diverse Artefakte und so weiter gleich suchen. Also wo man das einmal anzeigt, weil da haben wir eine Erinnerung, kein Krass. Die ist jetzt über die ganzen, die gesamte Erinnerung ist jetzt über mehrere Karten verteilt, die es hier gibt oder Regionen. Und die, wenn man die alle dann zusammenfügt, erfährt man die Vorgeschichte halt eben und die Verbindung von Kankra zu Sauron und warum sie eigentlich so einen Hass auf den guten Jungen schiebt. So, ich guck mal rum, ob wir hier noch was finden können. In der Stadt oder hier vorne oder irgendwo. Zeigt uns schon wieder was an, da was? Diese Stadt steht auf den Ruinen meines Reiches und doch ist noch einiges erhalten. Dies sind meine Gräber, so. Geschützt vor Saurons Blicken. Dort wirst du sehen, warum wir meinen Ring retten müssen. Dort ist er! Altes Lagerhaus. Sein altes Gewölbe, könnte man eher sagen, in dem Fall. Lagerhaus. So, ich werde aber jetzt mal in erster Situation die kompletten Türmchen da bereinigen. Oder wobei, machen wir das später. Das können wir auch im Verlauf des Spiels machen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so drastisch. Gehen wir lieber erstmal zu seinem alten Gewölbe. Das ist noch ein Überbleibsel, sage ich jetzt mal, aus der Zeit, als Celebrimbor als heller Herrscher in Mordor herrschte und von Sauron den Ring kurzzeitig erwarb und sich dann halt eben seine eigene Armee und gegen Sauron direkt ankämpfte. Das noch Überbleibsel aus jener Zeit. Denn er war ja im Mordor auch schon, bevor er sich mit Sauron verfeindet hat, halt eben, bevor er eben Sauron ihm, man könnte auch sagen, missbraucht hat, um die Ringe zu schmieden, im Mordor beheimatet halt und hat dort eine sehr hohe Machtstellung gehabt. Und deswegen, in den Punkten gibt es überall von seinem Volk, auch hier in Mordor drin halt eben, ich meine, das liegt jetzt hier am Schattengebirge, Minas Ithil, ob das jetzt noch zu Mordor gehört, es liegt halt eben auf der anderen Seite des Gebirges, aber es kann sein, dass dieses Stück der Region noch dazugehört. Sind es diese Hügelgräber? Zeichen dessen, und dass selbst die Macht des Dunklen Herrschers, wie gesagt, schon zu der Zeit hat er extreme Macht dort ausgeübt und das sind jetzt wirklich halt eben diese Überbleibsel noch aus der Zeit halt eben, als die Elben in Mordor halt eben noch einiges an Einfluss hatten und auch kulturell noch gewirkt haben. So, ich muss jetzt in die Geisterwelt kommen, damit wir das Tor öffnen können, genau. Sonst kommen wir da nicht rein. So, und jetzt sind wir drin. Vor langer Zeit marschierte meine Armee gegen Mordor. Wir begruben unsere Gefallenen in Hügelgräbern wie diesen. Unsere stärksten Krieger ruhen in diesen Hallen, geschützt durch mächtige Magie. Und wir nutzten all unsere Künste, um die Kräfte der Elben in der Schlacht einsetzen zu können. Und du hattest den einen Ring? Ja. Und mit ihm schuf ich eine Armee. Ich führte den Sturm gegen Sauron an. Da sehen wir das jetzt nochmal schön.
Als Sauron seinen Verrat enthüllte, erhob ich die Waffen. In meinem Zorn war ich entschlossen, ihn für seine Täuschung zu bestrafen. Versehen dahin. Menschenskinder. Wer da? Dickes Kind. Dicker Bengel. So. Der neue Ring, unser Ring, trägt kein Zeichen seines Schattens. Er ist perfekt. Man hat jetzt aber auch schön gesehen, warum das ganze Spiel scheitern musste. Weil der Ring dasselbe tat wie später auch bei Isildur. In der Sache, denn ja, er verriet Celebrimbor. Und brachte ihm letztendlich den Tod, wie bei Isildur später auch. So. Der Ring bleibt vorerst verloren. Doch den Palantir können wir schützen. So. Charakter. Wieder eine Fähigkeit frei bekommen. Terrorisieren. Ich gucke jetzt gerade. Karagors reiten. Ja, unbedingt. Ich mag die Biester. Guck mal gerade was nach bei Karagors. Bestienzorn zuschlagen. Raugreiter? Reittier rufen? Auf das freue ich mich schon richtig. Das kann. Dann gehen wir zur großen Halle. Idril ist dort. So. Vielleicht kann sie uns helfen. Was ich noch dazu sagen möchte, halt eben, hier hinten sieht man halt eben so eine schöne Wand halt eben. Wenn man dann so Stück und Stück dann die Teile von diesen Wänden findet, auf der jeweiligen Karte, gibt es immer dazu am Schrein oben so ein Teil, wieder oben. Und wenn man das halt alles zusammen hat, halt eben, bekommt man dann dementsprechend immer so ein Stück von der Geschichte erzählt. Das ist ganz interessant. Also, nochmal so zwischendurch. Was ist das? Prüf? Also das ist diese Mission. So, das Tier ist jetzt gebrochen. Fertig, Thema erledigt. Ich drücke Escape im Menü, um mein neues Ziel auszuwählen. Können wir machen Aufträge. Können wir mal gucken, was da noch frei ist. Genau. Hier sehen wir, das ist ja mal schön aufgelistet halt eben. Das hier ist direkt, also das sind die Gondor-Aufträge und so weiter. Das sind so die Hauptstory-Dinge halt eben. So wie Schatten der Vergangenheit halt eben und Ruf und so weiter. Das sind alles jetzt so Nebengeschichten, sage ich jetzt mal. Wo man dann halt eben noch andere Infos erfährt. So, dann haben wir hier halt eben Kankras-Dinge halt eben, Schicksalsnetz, die drei Erinnerungen von Kankra, die man da halt eben jetzt suchen kann halt eben, die ergeben dann wirklich dann nachher zusammen eine schöne Geschichte und verraten uns auch halt eben, welchem Zusammenhang Kankra dann nachher mit Sauron steht. Das ist recht schön.
So, gut, gehen wir dann nach draußen. Gehen wir auf die Karte, da sehen wir nämlich dann auch direkt, welche Aufgaben da verfügbar sind. Genau, sehende Stein. Minas Ithil wird belagert, findet den Palantir, bevor Sauron ihn erhält. Oder die Stadt fällt, so. Die große Halle beherbergt die größten Schätze von Minas Ithil. Es zählt nur der Palantir. So, wir nehmen den kürzesten Weg. Wir klettern gleich direkt über die Mauern hoch. Wäre meine Ansicht. So, hopp da. Wir sollten die große Halle untersuchen. Und den Palantir sichern. So, sind wir wieder im sicheren Teil der Festung halt eben, wo jetzt noch keine Orks sind, weil der Ring ist ja geschlossen halt eben. Also der Teil der Stadt ist abgesichert durch das versperrte Tor vorhin. So. Der sehende Stein. Machen wir die Aufgabe noch schnell mit und dann ist gut. So. Uns bleibt keine Zeit. Wir können nur das Nötigste mit uns nehmen. Wir nehmen alles mit. Idre, es müssen Opfer gebracht werden. Ich werde unser Vermächtnis nicht der Furcht opfern. Peder, wer bist du? Baranor, das ist der Waldläufer, von dem ich dir erzählt habe. Du hast für Minas Ithil viel Blut vergossen. Wir kennen nicht mal deinen Namen. Talion. Gondor dankt dir, Talion. Doch wir brauchen alle Krieger vorn am Tor. Nein, die Uruks wollen den Palantir und werden alles tun, um ihn zu bekommen. Wo ist er? Mein Vater hat ihn versteckt. Nichts ist sicher, ob versteckt oder nicht. Die Uruks werden die ganze Stadt auseinandernehmen, um ihn zu finden. Die Lage ist verzweifelt. Doch wir geben nicht auf. Wir werden standhalten. Wir müssen. Ich muss das Tor schützen. So. Gut, sie hat ja versprochen gehabt, beim nächsten Angriff ist sie wieder mit dabei, halt eben. Hat sie auch sich dann gehalten. Ich lasse diese Stadt nicht fallen. Wie gesagt, hier muss man jetzt mal aufpassen, halt eben immer da, wo diese Punkte leuchten und diese Radien eingezeichnet sind, halt eben, da schlagen demnächst dann die Geschosse ein, da kann man dann immer rechtzeitig ausweichen, das ist recht praktisch. Bildet ihr eine Gefechtsreihe! Lass niemanden durch! Stecke deine Flanke! Und ich deine! So, schaffen wir erstmal das wieder, dass es da irgendwie in die Quere kommen könnte. Wir müssen herausfinden, womit wir es zu tun haben. Hier entlang. Von dort aus können wir die gesamte Unterstadt sehen. Die Stadt hält nicht mehr lange. Ich übernehme die Belagerungsbestien. Baranor und ich kommen hier zurecht. Talion, wir müssen eine der Belagerungsbestien übernehmen. Das dürfte interessant werden. Dieser elende Tag! Was für ein Tag! Was für ein glorreicher Tag! Heute sind alle Schüsse auf den Sprengstoff sollten die Bestie erledigen. Thank you.
So, ruft er. Jetzt können wir das Ding gleich selber benutzen, das ist recht praktisch, um den Ansturm abzuwehren. Da kommen Sie. Eine weitere Bestie ist in Reichweite. Zerstöre sie. Wir sind hier fertig. Wir können die Bestie nicht dem Feind überlassen. Schade, dass wir sie nicht mitnehmen können. Es ist eine fabelhafte Waffe. Gebe ich zu, macht viel Spaß mit dir zu lenken, ja? Gut. Schau gedrückt halten. Wir müssen uns beeilen. Das sollte helfen. Schattenspringer. Also jetzt kann man doppelt drücken, halt eben wie gesagt, da kommt man schneller voran. Ist eh ganz praktisch, weil da kann man längere Distanzen überspringen. So, hoch da. Hopp. Nope. So, dann geht's direkt weiter für uns. Sollte Minas Ithil fallen? Dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie den Palantir besitzen. Ich hatte an Gondor gedacht. Die Pfeile gehen mit. Die brauchen wir, um das Viech zu betäuben. Das hört sich nicht gut an. Da oben steht sie. Wunderbar. Hopp, dann hoch da. Ich weiß, was hier zu tun ist. Ja. Ist klar, wenn wir umdrehen müssen, ich schier jetzt Bolt. Na komm, steh auf, Talion, komm. Hoch mit dir! Weitere Angreifer, diese Horden sind schier endlos. Saurons Armee ist immens gewachsen. Auf herkömmlichem Weg ist er nicht zu besiegen. Wir müssen den Palantir bergen. Vorerst. Ein weiterer Angriff wird sicher folgen. Wir sollten in die Oberstadt zurück. Nach Idril und den anderen sehen. Naja. Dann back to turn. Es reicht ihnen nicht, uns zu zerstören. Sie wollen unsere Geschichte auslöschen. Wenigstens haben sie nicht den sehenden Stein. Die Tore halten stand. Diese Relikte waren mein Leben. Mein Vater hatte recht.
Wir müssen retten, was wir können, und flüchten. Ihr besitzt eine sehr wertvolle Waffe. Der sehende Stein verleiht euch Wissen über den Feind. Nutzt ihn. Das ist zu gefährlich. Der Palantir vergiftet die Menschen. Niemand widersteht seinem Einfluss. Ich schon. Das dachten schon viele vor dir. Wenn ich mich irre, werde ich scheitern wie sie. Aber falls nicht, dann siegen wir. Ich gehe zu meinem Vater und spreche mit ihm. Sie wird dich beim Wort nehmen, Waldläufer. Na dann. Klingt das doch ganz gut. So, Auftrag abgeschlossen. Der Sehnestein. Zack, gleich mal wieder einen Fähigkeitspunkt erhalten. Wunderbar. So. Charakter. So, Hinrichtung. Gegen unseren F, um ihn hinzurichten. Lass uns gerne mal erwärmen, dass wir Kampffähigkeiten auch gewinnen. So. So. Du setzt viel Vertrauen in sie. Gib ihr Zeit. Bis dahin sollten wir zu Kankra zurückkehren. So, dann sage ich an dieser Stelle, das war's. Für heute. Ah, jetzt kriegen wir erstmal ein Gebiet frei. Okay. Wie ist ausschöpfen? Ja, wahrscheinlich das Gebiet um Kankra, damit wir zurückkehren können, ist ganz klar. Das brauchen wir ja für den Auftrag. Genau. So, neues Gebiet frei. Ich drücke Z, um das Auftragsmenü zu öffnen. Das machen wir alle. Ja, gut, okay. So. Der Palantir ist vorerst außer Reichweite. Ja, ja, ja. Und Space. Das machen wir dann. Wir müssen zu Kankra. Ihre Visionen können uns helfen. Ich sag an der Stelle halt eben danke fürs Zuschauen. Das war jetzt die erste Folge von unserem Let's Play für Mittelerde Schatten des Krieges. Ich hoffe, es hat euch gefallen in der Sache selber. Und wie gesagt, wenn es für euch unterhaltsam genug war, dann Däumchen nach oben halt eben. Wenn es jetzt nicht so gut war, dann Däumchen nach unten. Ganz klar halt eben. Abonnieren nicht vergessen halt eben. Empfehlt mich weiter. Ja. Kommentare, ich freue mich jederzeit drüber, wenn ihr was runterschreibt, halt eben, wurscht, ob positiv oder negativ halt eben, weil Kritik ist immer ganz gut, damit kann ich arbeiten und kann mich dann weiterentwickeln und dementsprechend auch für das Let's Play natürlich das Beste rausholen, um für euch jetzt natürlich den besten Unterhaltungswert dazu erzielen. Deswegen sage ich, bleibt mir treu, wir sehen uns dann in der nächsten Episode, wenn es wieder heißt Let's Play Mittelerde Schatten des Krieges, hier auf Kais Retro Games. Dann bis zur nächsten Episode, bis dann, euer Kai.